An meiner Seite begrüße ich die zwei Brüder Martin und Peter Otto vom Shock Doctor Titans Team, die heute auch bewiesen haben, dass Ringer auf jeden Fall auch Submissions können. Martin, ich fange direkt mal mit dir an. Ich habe es gerade schon angesprochen, der Aufgabegriff ist sofort gelungen. Siehst du da auch ein bisschen so die Kritik, was man sagt, Ringer, die können zwar die Leute gut am Boden halten, aber nicht am Ende finishen? Ja, Ringer können das eigentlich auch nicht, wenn die es nicht trainieren, aber ich denke, beim Ringen ist halt, die Abläufe sind ein bisschen anders, aber ich denke eigentlich, dass sie dafür schon ein Talent haben und dass die Ringer auch schnell die Submissions reinkriegen, wenn die das wirklich bewusst üben, weil die von den Bewegungserfolgen ist eigentlich nicht identisch, aber so ähnlich. Nun war ja bei der letzten DGL-Saison so dein Einstand ein bisschen unglücklich verlaufen. Das war, dass dir Punkte abgezogen wurde oder einmal auch, glaube ich, eine Disqualifikation. Nicht, weil du ein unfairer Sportsmann bist, sondern weil es auch ganz einfach von den Bewegungsabläufen vielleicht schon ein bisschen anders ist. War das jetzt schwer für dich, jetzt nochmal in dein Repertoire, nenne ich jetzt mal, einzubauen, dass du jetzt ganz klar nach den Regeln auch kämpfst? Ja, eigentlich dachte ich immer, ich kenne die Regeln, ich habe es mir auch jetzt wieder durchgelesen. Und so, und die haben mir letztes Mal gesagt, wo ich disqualifiziert worden bin, bis Hüfthöhe. Ich habe den nicht bis zur Hüfthöhe, wirklich tiefer gesehen, habe schon mal ein Video angeguckt. Und beim Ring gibt es auch Slams, aber die definiert man da anders, das war mein Problem. Im Ring sagt man, er darf nicht auf den Genick, auf den Nacken fallen, da wird das gestaucht, aber auf den Rücken fallen. Das ist für mich normalerweise alles in Ordnung. Oder wie zum Beispiel, ich wollte auch bei der Einzelmeisterschaft wieder disqualifiziert. Da bin ich herausgelaufen. Die Regel kannte ich bisher auch noch nicht. Da habe ich stand auch nirgendwo im Internet. Das war halt für mich diese undurchsichtigen, dass es nicht klar strukturiert wurde. Das waren ein bisschen meine Probleme dabei. Vielleicht gleich mal deinen Bruder an. Anfang des Jahres kam ja, sag ich mal, gerade wenn man Ringer ist, was das Ringerherz ja wesentlich hat bluten lassen, die Nachricht, dass bei den Olympischen Spielen ja demnächst das Ringen ja nicht mehr olympisch sein wird. Wie hast du das überhaupt aufgenommen? Ja, das war natürlich sehr traurig, weil Ringen war schon immer olympisch und ja, ist das Ziel von sehr vielen Leuten. Ja, und deswegen ist das auch gut, dass hier so viele das Ringen unterstützen vom Grappling. Findest du, das läuft alles auch Hand in Hand, so Grappling und Ringen, das ist ja sehr ähnlich. Hattest du da große Probleme, jetzt sag ich mal, dich umzustellen? Ja, am Anfang auf jeden Fall, weil beim Ringen ist immer das Ziel, wenn man nicht auf dem Rücken zu gehen. Deshalb drehen wir uns immer auf den Bauch. Das ist natürlich dann eine schlechte Position fürs Grappling. Dann kommen die Gegner sofort am Hals. Ja. Aber jetzt nach einem. Ich war jetzt nicht so oft beim Training, aber ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Jetzt klappt es langsam. Ja, zwei Ringer, die es eindrucksvoll bewiesen haben. Zum guter Letzt, habt ihr noch was auf dem Herzen, was ihr loswerden wollt? Ich denke gerade auch, was das Ringen angeht, vielleicht noch eine kleine Message. Ja, fürs Ringen kann man natürlich nur weiter sagen, muss weiterhin kämpfen, auch gucken, dass es nicht nur die Ringerfamilie, die unterstützt, sondern auch die ganze Großfamilie mit den Cousins, wie zum Beispiel das Grappling oder die ganzen anderen Sportarten. Natürlich, und so können wir das wirklich olympisch halten. Und auch nochmal wollte ich mich bedanken bei den Shock Doctor Titans, also dem Shock Doctor und Phantom MMA für die Sponsoring. Und mit dir können wir mit Sicherheit auch am zweiten Kampftag wieder rechnen? Wenn ich gebraucht werde, bin ich auf jeden Fall da. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Danke. Danke euch.